Seid mir grüßt, meine Poke-Freunde, hier ist wieder der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video mit dem zweiten Part von Pokémon Let's Go Pikachu. Ich habe heute mal die Facecam weggelassen. Ich denke, das hat uns... Ich denke, die Facecam bringt uns hier nicht viel, weil das Spiel hat jetzt nicht so mega viele Emotionen, die uns irgendwie rausgelockt werden. Deswegen denke ich, macht das Sinn. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall legen wir heute los. Oh, Marcel! Wenn Pikachu so auf dir sitzt, wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set. Achso, das sind Anziehsachen für Pikachu, oder? Wenn du Pikachu dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlock auf Reisen gehen. Okay. Natürlich sehr wichtig. Kann man damit spielen? Spiele mit Aikado. Führe die Hand zu Aikado und bewege sie, um es zu streicheln. Okay, probieren wir mal aus. Muss ich was drücken? Okay, ich glaube, das reicht. Komm ich hier raus? Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall. Sieht aus, als würde Pikachu sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Okay. Mal schauen. Aber ich würde mir gerne dieses sportliche Set mal angucken. Wie ziehe ich das denn an? Beutel vielleicht? Klamottenkoffer. Outfit für Aikado wählen. Kleidung. Sportliches Shirt. Okay, das ist ja niedlich. Gut. Ihr habt ja ein paar Kommentare geschrieben, da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Wo sind wir hier? Alabastia. Okay, wir sind jetzt zurück in der ersten Stadt. Das heißt, wir gehen jetzt hoch in die zweite und wir fangen uns ein Mirabla. Ihr habt jetzt nicht so viele Vorschläge für Namen gemacht, deswegen werde ich das erste... Also Melanie hat Vorschläge gemacht. Ich werde ein Fukanons-Team aufnehmen mit Namen Ray. Das finde ich ganz cool. Und ich würde sagen, ich nenne einfach dann dieses Mirabla nach jemandem, der Kommentare geschrieben hat. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir es fangen. Bin nicht der beste Empfang scheinbar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fände es cool, wenn diese Fangoption optional wäre, glaube ich. Weil tatsächlich ist es ja so, sie ist nicht optional, man muss so fangen. Und eigentlich ist es jetzt nicht so was, was ich unbedingt cool finde. Oh, Aikado schon Level 7. Dass man zu gezwungen wird, dieses Fangen mit den Gesten zu machen, weil das halt doch schon irgendwie ein bisschen doof ist manchmal. Für Mirabla wird in einem Tag ein Pokes angelegt. Es wird oft mit Unkraut wechselt. Versucht man es aus der Erde zu ziehen, stößt es einen fürchterlichen Schrei aus. Quasi wie so ein Mandrago aus Harry Potter. Ich hätte gern weibliches im Team, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir einen Spitznamen überlegt habe für das erste Mirabla. Aber wir können mal gucken, ob wir eins finden. Ich denke mal, hier in den Wiesen spawnt noch so einiges. Was ist ein Radfratz? Keiner will dich. Ich spawnt aber wenig, oder? Du hast einen Trainer. What? Schon im ersten Route gibt es einen Trainer. Wenn zwei Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen, also los. Okay. Unser erster Trainerkampf. Das ist ja auch anders. Früher war es ja so, dass auch bei den Pokémon-Kämpfen richtig gekämpft wurde. Hier kämpft man nicht jetzt gegen das Pokémon, dass man es da so einschläfern kann und sowas. Das ist hier nicht gegeben. Aber Trainerkampf jetzt mal endlich richtig Action hier. Okay. Donnerschock, Pikachu. Okay, Rundenschlag. Das kriegen wir weggesteckt auf jeden Fall. Du bist eh jetzt tot, deswegen dürfte es eigentlich nichts ausmachen. Yes. Okay. 12 Erfahrungspunkte, das ist natürlich nicht so viel. Das war's, du hast einen Radfratz Level 3. Oh, Pokémon kriegt man auf, wenn man gewinnt. Das ist ja nett. Das macht vieles einfacher. So. Wir wollten noch einen Mirabla suchen. Ich hätte gern weibliches im Team. Da! Das ist weiblich. Das ist unser Mirabla. Falls wir es fangen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Dreh rauskriege.
Oh, der war gut. Großartig. Sehr nice. Und zwar werde ich hier einfach so ein bisschen nach Leuten benennen, die in letzter Zeit oft in den Kommentaren zu sehen waren. Das haben wir auch sonst öfter schon mal gemacht. Ich denke mal, das ist ganz nett. Ja, ich muss mal ablegen, die ganzen Pokémon-Level mit. Das ist ein bisschen doof, weil eigentlich brauche ich die alle gar nicht im Team. So, dürfen wir Rappern Spitznamen geben? Fangserie 2 ist nicht so wichtig. Ich kann es nicht benennen? Hä? Kann man die Pokémon nicht benennen? Warte, jetzt fange ich nochmal eins, nur zu gucken, was benennen geht. Wo ist sogar Level 4? Ah, das geht auch, das ist gut. Tatsache. Das scheint, man kann sich benennen. Okay. Das ist komisch. Mal gucken, wann wir den Namensbewerter dann finden, dass man sie benennen kann. Dann heißt ein Rappler erstmal Rappler. Schade. Dann werdet ihr nie wissen, welchen Namen ich... Oh, das ist mein Konkurrent. Hey du, strahlst ja über beide Ohren, Marcel. Was ist denn mit dir los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen. Coole Sache. Ach ja, ich wollte noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in ein Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon im Auge nach Kämpfen, ja? Und er geht einfach weg, ohne Tschüss zu sagen. Was für ein Assi. So. Tipps für Trainer. Wenn die Pokémon ausgehen, kannst du sie im Pokémon-Supermarkt welche einkaufen. Okay. Da sitzt ein Mann mit Glatze. Ist das der Marcel? Du versuchst, den Pokédex zu vervollständigen? Dann gebe ich dir einen Rat mit auf dem Weg, Jungchen. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ja, 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 ja. Okay. Ist das ein Pokémon, das du bei dir hast? Wie cool. Ich find's klasse, dass man mit seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. Okay. Wir gehen... mal unser Team aktualisieren. Aber erstmal heilen wir uns. Schön gemacht, das Heilen auf jeden Fall, die Animation. Generell muss ich sagen, die Grafik vom Spiel finde ich richtig gut. Also da kann man echt sagen, was man will. Finde ich gut. Oh, das ist ein Kind. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du hast in deinem Beutel auch so eine Box, oder nicht? Ja, habe ich, genau. Habe ich den Beutel? Okay. Das Lesematerial im Magazin stand da hinten, ist für alle da. Darauf hat mich die Dame am Anfang freundlicherweise hingewiesen. Ja, ja, ja. Wo du von hier aus auch hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort kannst du jederzeit völlig kostenlos dein Team heilen. Okay. Hast du schon mal gegen einen anderen Trainer gekämpft? Hier ein kleiner Tipp, wenn die Initiative deines Pokémon größer als die des gegnerischen ist, kommt es schneller zum Zug. Kann ich echt aus der Box aus dem Team heraus? Wo ist denn ein Team? Team? Ah, da, Team. Das ist der grüne Knopf. Ah, hier kann ich in die Box gehen. Y. Was ist Y? Ah. Ich habe hier den Joy-Con in der Hand, wo die Pfeile drauf sind. Deswegen steht da nicht Y oder so. Die sind im Team hier oben. Das ist cool gemacht. Und hier unten sind in der Box. Das ist eigentlich ganz übersichtlich. Ich hätte gerne das weibliche Level für Mirabla im Team. Für das andere Mirabla. So. Dann würde ich dich gerne aus dem Team entfernen. Dich gerne aus dem Team entfernen. Dich gerne aus dem Team entfernen. Und auch das Radfatz. So. Das heißt, wir haben jetzt im Team... Kann ich das Bericht ansehen? Den Bericht? Name ändern. Ah, perfekt. So, und zwar unser erstes Pokémon im Team heißt... Wir nennen es Shivi. Die Shivibu. Ich hoffe, das ist okay. Wenn nicht, kann ich es auch nicht mehr ändern. Oh, keine Namen, schreiben wir immer wieder ändern. So. Das heißt, unser Team besteht aus 4 Pokémon. Aus 2 Pokémon. Die erstmal trainiert werden müssen, theoretisch. Aber das kommt mit und mit, denke ich. Ich glaube, wenn ich Training mache, mal so eine Runde, dann würde ich das nicht aufnehmen. Deswegen warten wir erstmal ab. Wir gucken erstmal die Stadt weiter. Also erkunden erstmal die Stadt weiter. Da ist noch ein Käfersammler. Hey, soll ich was über Raupen und Tornju erzählen? Nein, danke. Daneben nicht. Na gut, komm.
Raupi ist nicht besonders gefährlich. Das haben wir schon mal das haben wir schon letztes Mal gelesen, ne? Entschuldigung. Manchmal denke ich an sowas. Hallo, Mann auf der Bank. Hallo, du kommst aus Alabastia, stimmt's? Ja. Ich glaube, ich hole ein paar Bälle. Bevor wir irgendwann keine Bälle haben. Oh, ist noch ein Kind. Ich muss ein paar Tränke zulegen. Man weiß nie, wann ein Pokémon mal schnell geheilt werden muss. Ja, stimmt. In diesem Laden verkaufen sich Paraheiler angeblich am besten. Ja, das kann sein, wegen dem bösen Vertania-Wald. Das könnte sein. Gut, 3000 Geld haben wir. Ich hole mir mal... Komm, hol mal einfach mal 13 Pokébälle auf Tasche. Kriegt man ein Premierball bei 10? Yay, nice. Da oben auf dem Regal liegen auch die Pokébälle und die... Also muss sagen, es ist schon eine sehr detaillierte Grafik hier. Das muss man sagen, ist echt schön gemacht. Also im Vergleich zu Pokémon Schwert und Schild ist die Grafik hier halt schon besser. Oder was meint ihr? Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ist auch okay, ich euch manchmal für die Kommentare auffordere. Trainerschule. Boah, will ich da reingehen? Gibt es da eine Belohnung für, wenn ich das mache? Ich lerne gerade etwas über Pokémon-Typen. Pikachu gehört dem Typ Elektro an. Pokémon vom Typ Elektro sind gegenüber Typen Wasser und Flug im Vorteil. Das weiß ich auch, danke. Wenn sich Pokémon im Kämpfen so richtig austoben dürfen und viel spazieren geführt werden, gewinnen sie ihren Trainer total lieb. Das hat mir meine große Schwester verraten. Oh. Also dann, liebe Klasse, wo können wir nochmal nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel und in den Büchern. Und vergesst auch nicht, die Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Ja, das mache ich auch immer. Oh, ich muss all meine Notizen auswendig lernen. Das ist richtig schwierig. Ja, die Zeit ist ein bisschen lang, ne? Die schwarzen Bildschirme, seht ihr ja auch. Die sind gar nicht so kurz. Hier war es ja eigentlich so, hier ist ja der Weg zur Siegestraße. Und dort war es in... Oh, da hinten ist ein Secret. Seht ihr das? Da will uns irgendwas auf die Spur eines Pokéballs bringen, bestimmt. Ah, doch nur ein Busch. Verdammt. Und zwar ist es hier so, dass man hier eigentlich im Originalspiel Rot-Blau-Grün einen Kampf gegen Aikard, also unseren Rivalen, hat. Und zwar, wenn man hier oben hergeht, mal gucken, ob es hier auch so ist. Oh, Nidoran. Das ist auch ein cooles Pokémon. Ha! Hey, Marcel! Wolltest du auch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Da drin kann man gegen die stärksten aller Trainer kämpfen, gegen die Top 4. Ich hätte die Top 4 zu gerne mal Aktion gesehen, aber das Personal der Pokémon-Liga lässt nur Trainer mit allen Arena-Orden durch. Da hilft nur eins. Wir müssen unser Bestes geben und immer, immer stärker werden. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Los, Marcel, lass uns kämpfen und stärker werden. Alles klar, mein Freund. Zeit für ein Battle. Okay, Taubsi. Taubsi hat natürlich ein großes Problem gegenüber Pikachu. Das Gute ist ja, dass hier die Pokémon direkt mittrainiert werden. Das ist ja, glaube ich, seit der letzten Generation so. Auch bei Sonne, Mond und Schwert und Schild war es so. Dass die Pokémon automatisch mittrainiert werden, ohne EP-Teile auch schon. Dadurch kann man natürlich alle relativ einfach trainieren. Bei den anderen Versionen früher war es ja nicht so. Da musste man noch immer selbst das Pokémon nach vorne setzen, dann auswechseln oder halt EP-Teile einsetzen. Evoli. Ich würde ja gerne mal Chibi in den Kampf schicken. Mal gucken, was funktioniert. Wie aggressiv es guckt. Hoi. Das ist Level 7. Okay. Das ist stark. Okay, wir schwächen es ein bisschen, aber es wird uns wahrscheinlich besiegen, ne? Ich glaube, ich wechsle gleich wieder auf Pikachu zurück. Ich mache nochmal einmal Absorber. Dann wechsle ich mal zurück auf Pikachu. Aber wir könnten noch einmal absorben, theoretisch. Um es noch ein bisschen zu schwächen. Weil wir verlieren halt durchs Wechseln eine Runde. Aber ich möchte nicht, dass Chibi stirbt, wenn ich ehrlich bin. Das wäre schade. Ach, verdammt, vielleicht sieht es uns jetzt? Nein, okay, sehr gut. Schon ein sehr taktisch anspruchsvoller Kampf hier gerade. Vor allem, weil es da so früh ist, man hat noch nicht so viel trainiert. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er jetzt schon Level 7 ist. Das ist schon relativ hoch. Ich bin gerechnet. Wir sind auch schon Level 7 gut. Also im Prinzip ist der gegnerische Trainer so trainiert, wie wir es sind. Eigentlich ganz gut. Ich neige dazu, den Spiel mich mal ein bisschen zu übertrainieren normalerweise. Bin halt gerne vorbereitet. Und ich bin auch sehr gerne bereit, ein bisschen zu grinden. Also ein bisschen zu trainieren. So, komm, Ricardo. Setz den Donnerschock ein. Zack. Okay. Ich
Ich denke, wir machen jetzt ruckzucki zwei, dreimal. Das sollte eigentlich reichen, um es zu besiegen. Ja, einer noch danach. Und dann haben wir schon mal den Kampf gewonnen. Und ich denke, da haben wir auch schon mal den einen oder anderen XP, also EP-Punkt abgesahnt. Also Erfahrungspunkt. Ich weiß gar nicht, wie die Abkürzung ist. XP, EP? Wir werden es gleich sehen. Alcado Rechte Level 8, sehr gut. Lernt immer was langsam. Irgendwas Cooles. Wow, guck mal, was er gelernt hat. 2, 2, 1, 1, okay. Von den Punkten, von den Werten ja nicht schlecht. WP. Die WP-Anzeige ist ja wie bei Pokémon Go so ein bisschen, damit man weiß, wie man die Pokémon einschätzen kann. Was? Echt jetzt? Du gewinnst 140 Pokémon. Achso, das muss ich ja nicht vorlesen. So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es garantiert beide bis zur Pokémon-Liga. Smell you later. Okay, wir fangen uns mal hier Nidoran, würde ich sagen. Mal gucken, was hier noch so rumläuft. Radfratz will ich nicht. Ich will halt gerne schon mal alle Pokémon so ein bisschen nebenbei fangen. Oder? Machen wir es im Nachhinein? Ach komm, ich mache es im Nachhinein. Versuchen wir die Story zu kriegen. Ich denke mal halt, der Plan ist halt wirklich, dass wir mal ein paar Streams machen, wo man vielleicht ein bisschen Shiny-Hunting macht. Vielleicht auch versucht, die legendären Pokémon in Shiny zu fangen. Wäre vielleicht auch eine Idee, wenn ihr da Bock drauf habt. Es wird halt ein Stream, wo man dann sehr viel das Spiel resetten muss. Kamerawinkel ist ein bisschen ungünstig, ne? Man sieht ja gar nicht, wo man hier hinguckt. Schade eigentlich. Und drehen kann man es auch nicht scheinbar, oder? Hm. Wie niedlich, dein Pokémon sitzt auf dir. Mir wäre es wahrscheinlich zu schwer. Ich führe mein Pokémon lieber eine Runde spazieren. Myrapla. Es gibt nichts Niedlicheres, ich schwöre. Pass auf, ich mach das für dich. Oh, jetzt haben wir auch Myrapla draußen. Oh, ist das schnell. Hier ist die erste Arena. Ah ne, es ist nicht, oder? Diese Arena ist andauernd geschlossen. Wer hier wohl der Arenaleiter ist? Steht doch nicht auf dem Schild, okay. Sich Spitznamen auszudenken macht Spaß, aber es kann auch ganz schön knifflig sein. Doch so toll geistreiche Namen es auch sein mögen, es gibt einfach nichts Besseres als einen schönen, einprägsamen Spitznamen. Mal erklärt, warum man die Namen vergeben kann. Haben wir schon selbst rausgefunden, wir sind ja sehr findig. Mein Papa mag Pokémon genauso doll wie ich. Okay. Cooler Papa. So, wir gehen jetzt mal heilen und dann gehen wir weiter, oder? Dann gehen wir mal in den Vertania-Wald, habe ich gehört. Ich denke mal, ich spoilere euch nicht zu viel, wenn ich ein bisschen sage. Also ich kenne die Spiele halt auch, also die ersten Generationen. Ich denke mal, ihr kennt die auch alle. Oder gibt es irgendjemand, der jetzt hier gerade guckt und noch nie ein Pokémon-Spiel vorgesehen hat? Dann gerne mal in die Kommentare schreiben, dann spoilere ich nicht so viel. Also Vulcano steht fest und ein Eis-Pokémon steht fest. Und zwar wahrscheinlich ein Alola Vulpix will ich mit ins Team nehmen. Das heißt, ich habe noch drei Plätze frei, die ich mir überlegen kann. Auf lange Sicht. Wenn ihr Vorschläge habt, wie immer, ab in die Kommentare. Damit ihn, dann werde ich das auf jeden Fall überlegen. Wie gesagt, ich mache jetzt ohne irgendeine Challenge einfach so, spiele ich das Spiel, um es mal zu genießen, die Story ein bisschen zu erleben und auch mal ein bisschen zu gucken. Tipps für Trainer. Um einen Koop-Trainer herbeizurufen, musst du den zweiten Controller einmal schütteln. Zum zweiten Mal ein Abenteuer mehr Spaß. Ja, das kann man natürlich auch machen. Beim Fangen ist das wohl sehr hilfreich, habe ich gehört. Raubsi, da sind Bälle, da kommt man noch nicht hin, da braucht man einen Zerschneider für. Oder man geht einen anderen Weg. Wenn dein Pokémon Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Um genau zu sein, wird die Attacke dann mal 1,1 gerechnet. Das ist die sogenannte Stabattacke. Das sage ich jetzt dazu. Du gehst in den Vertania-Wald. Der Wald bildet ein natürliches Labyrinth, also pass auf, dass du dich nicht verläufst. Ach was. War auch schon das erste Mal im Vertania-Wald, da war ich glaube ich 14, 15. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie sind schon ganz hibbelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Ein Käfer hätte ich auch gerne im Team eigentlich. Wobei die halt nachher nicht so viel bringen, ne? Hey du, hast du ein großes Pikachu dabei? Oh, die bekämpfen die Göre. Ist doch eine Göre, oder? Die Marina fordert dich heraus. Okay, Zeit für ein Duell, Radfratz. Du bist dran. Ich konter mit Aikado. Aikado, Donnerschock. Level 4, Radfratz, ernsthaft? Ach, one-hitted, easy peasy. Aber es gibt Erfahrungspunkte, die wertvoll sind für später. Der Rest deines Teams hält auch welche, das ist immer gut. Das kann doch nicht wahr sein. Wie sie guckt. Oh,
desillusioniert. Da liegt ein Pokéball versteckt. Oh, Kukuna. 5 Pokébälle. Das fangen wir. Und ein Raupi. Wie gesagt, ich versuche so ein bisschen nebenbei zu fangen, wenn ich schon mal die Chance habe, was zu kriegen. Wähle Bären aus. Ah, genau, Bären. Ah, genau, jetzt ist der Kreis gelb. Das heißt, über Pokémon Go ist es ein bisschen schwieriger. Oh, ich muss fester werfen. Oh, der war fast einfach fabelhaft. Verdammt. Ein bisschen verzögert war es. Schade. Ja, nice. Klasse, Kukuna wurde gefangen. ...19 Erfahrungspunkte, das ist auch nett, dass man für Fang Erfahrungspunkte kriegt. Obwohl es sich kaum bewegen kann, ist es bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren, mit dem es seinen Gegner vergiftet. Okay. Ein wildes Raupi, brauchen wir auch im Team auf jeden Fall. Ich liebe... Oh, einfach fabelhaft. Nice, so muss das sein hier. Direkt mal einen einfach fabelhaften Wurf. Ich liebe halt eigentlich Raupi und Bibo total gerne. Ich weiß nicht, warum, ich mag sie total gerne. Ich habe die früher richtig gerne im Team gehabt immer. Sie waren zwar nicht wirklich stark, aber sie haben sich ja so früh entwickelt. Das ist nice gewesen. Und Chibi auch schon Level 6. Das Coole bei Giflo, also bei Chibi, also bei dem Grappler, ist ja, dass das halt Attacken lernt, die es auch wieder heilen so ein bisschen. Berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so versucht es sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Okay. Wir können mal alles ablegen, was wir nicht brauchen, ne? Dass wir das direkt weglegen. Man, ich weiß gar nicht, ob die Erfahrung aufgeteilt wird oder ob das mehr Erfahrung ist. Das war der falsche Knopf. Also ob man mehr Erfahrung auf allen Pokémon kriegt, wenn man weniger im Team hat, halt, dass das aufgeteilt wird, ob das einfach zusätzlich ist, das weiß ich natürlich nicht. Aus Team entfernen. Und das machen wir mit Kukuna auch. Boah, ich finde das so komisch, einen Controller nur in einer Hand zu haben. Das fühlt sich so mega random weird an. Oh, gibt's Myraplas in der Wiese? Das ist ja witzig. Und Safkorn, das könnten wir... Na, wir lassen das mit dem... Wir fangen nur das, was irgendwie... Nicht... Oh. Noch nicht, also, wovon wir noch nichts haben. Also, den Horny würde ich noch nehmen, weil ich habe halt nur einen Kukuna. Aber meinen Raupi könnte ich ja theoretisch selbst entwickeln dann. Vielleicht machen wir dann irgendwann im Anschluss mal einen Stream, wo wir den Pokédex komplettieren hier. So, André mit Raupi. So. Donnerschock. Auch gewonnen-hitted. Ah, ich habe verloren. Es war wohl ein Fehler, Raupi einzusetzen. Ja, aber du hattest nichts anderes scheinbar. Naja. Sei still, sonst hauen die Käfer-Pokémon ab. Ach was. Wenn du einen Pokémon fängst, erhalten deine Team-Pokémon Erfahrungspunkte. Für besonders große Pokémon gibt es besonders viele Erfahrungspunkte. Das gilt auch für besonders kleine Pokémon. Achso, das sind die, die diesen blauen und roten Schimmer haben. Das ist ein wildes Pikachu. Wenn du Pokémon fangen kannst, hängt von der Art des Controllers ab, den du verwendest. Achso. Kann man auch normal nehmen, den Pro-Controller? Das wäre nice. Dann müsste ich nicht diesen komischen kleinen Weirden in der Hand halten. Pikachu fange ich mal. Eigentlich kriegt man irgendwie Bonbons, oder? Meine ich. Wie Pokémon. Wodurch man die noch stärker machen kann. Sprich, dass die V-Training läuft über Bonbons. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich weiß nicht mehr, wie man die kriegt. Ah, ein Tacken zu langsam. Nice. Und Alcala auch Level 9. Doppelkick. Doppelkick ist sehr wichtig. Denn die Steinarena, die bald kommt, kann mit Doppelkick sehr gut besiegt werden. So, da haben wir nämlich mit Myrapla und Pikachu auf jeden Fall schon mal ein gutes Team für die Arena. Ich glaube, das dritte Pokémon überlegen wir uns dann auch im Nachhinein erst. Gegengift ist auch nicht verkehrt zu haben. Dass er vergiftet wird, das können die Hornuse auf jeden Fall machen. Wovon ich noch keins gesehen habe bis jetzt. Metaport. Das Coole ist, dass man hier keine random Begegnung hat im Gras, weil man ja wirklich alle Pokémon sieht.
Hier, der Vetania-Wald war halt eigentlich ziemlich anstrengend in den Originalversionen, weil... Oh, ein Smetbo. Okay, es verfolgt uns! Oh, ein Trainer. Oh, du hast einen Partner-Pokémon, kann ich es mir mal genauer ansehen? Nope! Also schon, es wird dich jetzt besiegen, mein Freund. Es wird dich vernichten, der Yawat. On you. Dagegen habe ich nur mein Arcado. Im Sportler-Outfit. Kampfattacken wären doof, weil Kampfattacken sind gegen Gift nicht so gut. Weil Gift eigentlich gegen Kampf effektiv ist, soweit ich das weiß, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wobei ich das auch nicht immer weiß, ich bin auch nicht immer ganz safe. Oh je, das hat Bera, glaube ich, gesagt. Verdammt, ich hab's übersprungen. Drücke manchmal etwas zu schnell. Kessolio haben wir noch nicht, das nehmen wir mit, damit wir da den Pokédex-Eintrag haben. Ein wildes Onyu. Boah, der war zu kurz. Der war auch zu kurz. Der war auch zu kurz. Hä, was macht der da? Oh, sorry, mit dem Tisch gehauen, sorry. Okay. Und die haben wir schon gefangen. Das heißt, da war auch den Pokédex-Eintrag. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Es versteckt sich im hohen Gras sowie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Okay. Nächstes Pokémon-Team. Sehr nice. So, wir haben die linke, glaube ich, jetzt genug erkundet. Das heißt, wir gehen bis nach rechts eher. Hier ist bestimmt noch ein Pokéball, oder? Genau. Himmelbeeren, was wolltest du? Hast du was gefunden? Schiebe, genieß deinen Sonnenball, das sieht sehr zufrieden. Oh, das ist cool. Sowas ist ja wirklich cool, ne? Das hat sich genau in den Sonnenpunkt reingestellt. Das ist süß. Ich wollte ein Pokémon fangen und habe einen Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokéball dabei haben, ja? Gehen wir hin. Da ist so ein Hornyu, was besonders groß oder klein ist, was auch immer rot bedeutet. Eins von beiden wahrscheinlich. Ich muss einen Blick auf die Uhr halten, damit die Folgen nicht zu lang werden. Oh, das ist noch ein Mädel. Das machen wir noch. Entschuldigung? Weißt du, ob in diesem Wald ein Bisasam lebt? Also Bisasam leben? Tatsächlich gibt es hier Bisasam-Wilde, deswegen kann man die hier fangen. Das ist nice. Tamara. Nidoran weiblich. Aber ich möchte gerne in dem Let's Play vielleicht ein paar Pokémon nehmen, die man nicht unbedingt ins Team nehmen würde. So wie Muraplatz und Thomas und nicht so oft ins Team nehmen würde. Mal gucken, vielleicht noch was anderes, was auch so in die Richtung geht, was vielleicht nicht immer so in Standard-Teams ist. Ich sag hier so ein Bisasam, Blumanda, Shiggy, sind halt so Standard-Pokémon, ne? Die man wahrscheinlich immer mal mitnimmt. Nidoran wäre so, aber Nidoran hat halt auch nicht so coole Attacken hier. Und ich möchte mein Team jetzt erstmal auf 2 belassen bis zur Arena, glaube ich. Menno, ich habe dir doch nur eine unschuldige Frage gestellt. Und wieso wirst du ein Pokémon auf mich? Das bin ja jetzt nicht ich schuld, oder? Okay, haben wir das erkundet. Auf den Wald noch durchmachen? Dann wird die Folge auch ein bisschen lang, muss ich ehrlich sagen. Entferne einen der Joy-Controller von der Konsole und schüttel ihn, so kannst du deinen Park an Pokémon spielen, okay. Nein, wir speichern hier. Wir machen hier Feierabend für heute. Weiter geht's beim nächsten Mal. Speichern mache ich gleich ohne euch. So, in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt wieder Spaß mit der Folge. Wie immer gilt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Ideen habt oder auch nur Meinungen kundtun wollt zu dem Let's Play, gerne in die Kommentare damit. Super wäre noch, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben könntet, damit wir auch in Zukunft immer weiter neue Leute auf dem Kanal begrüßen können. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, euer Marcel. Ciao, ciao.